irgendwo. Auf meinem YouTube-Kanal gibt es oben beim Titelbild unten sind so kleine Buttons rechts. Da kommt ihr auf meine Facebook-Seite, denn da werde ich solche Bilder und solche Sachen immer posten. Schöne Wallpaper aus Stone und so weiter. Für die, die es noch nicht wissen. Und ich werde sie natürlich auch auf Facebook-Gruppen und so weiter posten. Ich werde auch bei manchen schönen Bildern auch mal sowas wie Making-of-Videos machen. So Speedpainting-Dinger. Und, also wie gesagt, ich nehme mir gerade noch ein bisschen auf, um mir mal da ein paar schöne Szenen dann rauszupixen. Gerade mit dieser Sonne da im Hintergrund lässt sich schon viel machen. Ah, natürlich fliege ich außerhalb. So, jetzt mal wieder ein bisschen hochfliegen. Da oben war ja Mond, guck an. So, jetzt fliegen wir langsam mal zur ersten Stadt. Sollen wir mal kurz ein bisschen näher fliegen hier? So, jetzt erstmal die Aufnahme wieder beenden. Und zur ersten Stadt. Täuscht das oder ist meine Cam so grieselig? So, jetzt starten wir erstmal wieder die Aufnahme. Das heißt, Crowd. Gehen wir erstmal so. Wie sieht denn eigentlich mein Inventar aus? Ui, das können wir mal einlösen hier. Dann kann ich auch allgemein mal zur Tauschbörse gehen da hier. Einfach mal so ein bisschen rumrennen da hier. Kringel! Ja! Es gefällt mir. Aber komisch, dass du der Einzige bist, bei dem das so ist, ne? Das wundert mich eigentlich. So, Champo kann man dann auch mal ein bisschen. Haben wir denn hier eigentlich auf der Map noch gehabt? Da ist eigentlich groß nichts mehr, ne? So, dann gehen wir jetzt mal zur Post und holen uns jetzt mal das schöne Gut ab, was wir bekommen haben. Schön von Bibber 12, thank you dafür nochmal. Oh, ich bin so froh, dass das nicht mal so kalt ausschaut, alles mit der neuen Lichtengine. Das war ja vor allem auf dem ESD so, das bei der Föderation hat mich immer gestört gehabt, dass alles so kalt blau war. Auf alten Maps oder alten Brücken und so weiter ist das auch noch so. Aber es hat mich immer gestört, so dieses Kalte. Ich hab sprichwörtlich beim Spiel immer gefroren. Halt Post wollte ich. Und das hat mich einfach immer gestört. Und dann mache ich erstmal, komm, ich mach's mal Inventar leer. Halt, das war ja die Bank. Ich wollte ja nicht die Bank, ich wollte Tauschbörse, die ist ja da hinten irgendwo. Tauschbörse. Inventory. Was kriege ich denn los? Und das können wir wegschmeißen. Was kann ich denn überhaupt alles verkaufen? Dich, dich, dich. Dich können wir weghaben. So farbloses Zeug. So Zeug kriege ich mal eigentlich auch nicht los. Das verbrauche ich eigentlich mal ganz gern, solche Dinge. Sluggo Cola. Brauchen wir auch nicht. Ketrazel White. Ich weiß, das kann man für Dorfaufträge verwenden, aber trotzdem.
Blutwein müsste ich eigentlich trinken, aber ich bin Anti-Alkoholiker, auch mein Klingone. Also, ne, so heftig ist das nicht. Das kann weg. Technikmodul. Das hauen wir weg. Das kann weg. Ich muss mal ganz kurz dahin. MK10, warte mal, was war denn eigentlich mein Remana-Schild? Das war doch. Das war auch MK10, ne? Hatte ich nicht vorhin ein belastbares MK11 gekriegt? Ne, ne. Okay. Dann kommen wir das mal weg. Das haben wir auch mal weg. Die Minen können weg. Auch wenn die eh keiner kauft. Wie sagt mein. Habe ich noch Platz gehabt bei den Konsolen? Wenn dann Technikkonsole. Einfach mal Zeug loswerden, ja. Haufen Geschütztürme habe ich. Alles so durch Dorfmission wahrscheinlich, ne? So, dann schauen wir mal, wie wir das gleich loskriegen. Grün, 3, 4. Was bist denn du? Du bist doch hier eine Tarnmodul. Wissenschaft, verbessert Tarnung. Ja, viel gibt's nicht, dann können wir dich so wegschmeißen. Du, Torpedo. Drypo, Kobalt. Ach, Raum kommt noch. Also ihr müsst nichts machen, ne? Ich freue mich zwar, wenn was kommt, aber ich, ja, Gottes Willen, ihr müsst nichts machen für mich, ne? Es ist keine Aufforderung, dass du was machen müsst. Auf jeden Fall kann der weg. Und den kann ich so weghauen. So viel reißt das jetzt auch nicht raus. Das Ding kann, behalte ich mal noch. Aber Ketra Cellwide, was wir kriegen, das ist 800 pro Stück. Ich heb's mal auf. 10. 11. Probieren wir's mal. 11. Machen wir mal 10. Die Minen will sowieso keiner. Komm, die schmeiß mal weg. Das Schild, Schutzeschild, wird gar nicht gefunden. Und die Blauen fangen alle erst. Machen wir für 15.000, mal gucken, ob es weggeht. Das Schild. Ich glaube, wenn ich die Dinger so wegschmeiße, kriege ich schon fast mehr davon. Zumindest nicht viel weniger. Aber das ist doch eine Höhlenplatte. Ich habe doch bei den Dingens einen frei. Dann kann ich den noch da reinmachen. Schaden kann es nicht, bevor ich gar nichts drin habe, kann ich den auch da reinpacken. So. Die. Wisst ihr, kann ich nochmal für 10.000 nochmal reinmachen? Der Deflektor. Du warst es noch. So, ich lasse jetzt mal grob. Wenigstens ein bisschen Platz drin. Jetzt hol ich mal aus der Post mal das Gut. Post zugreifen. Post setzen und halten. Natürlich brauche ich Gegenstände nehmen. Gegenstände nehmen. Die abgelaufen sind, hier, die tue ich auch mal abrufen. Ich habe nämlich auch noch mehr Geschenke, ne? Die müsste ich eigentlich auch mal abrufen. Ach Gott. Du bist hier einen überlebenden Lachi-Offizier. Dienstoffizier, den kann ich dann mal ausstatten. Das Ketra-Zerweiter habe ich später meinen Gemma-Darbuff gegeben. Ja, das ist den werde ich auch noch. Ja, ich weiß noch nicht, was ich mit dem mache. Dann brauche ich mich. Und zwar da die Waffe. Die werde ich definitiv mal ausstatten. Dann das Kit-Modul hatte ich doch noch da hier. Herold-Technik-Kit-Modul.
Und da konnte ich jetzt ein bisschen ausstatten. Wir haben hier den Technik-Kit Suchdrohne. Dadurch natürlich die andere halt abbrechen. Ach, da mal Krankenmörser. Ich muss noch mal kurz gucken, was ich überhaupt alles habe hier. Ich habe dich. Ich habe dich. Aber ich würde die Waffe mal hier in ausstatten. Ach ne, ich habe ja noch Ilachi-Gewehr. Das kann ich da reinpacken. Okay. Dann. Ich habe nur Angst, dass ich irgendwas übersehe, was ich ausgepackt habe. Das waren hauptsächlich die, ne? Technik-Kit-Modul, medizinischer Generator. Packen wir dich mal hier rein. Und dich da hier. Da rein. Ach nee. Dann würde ich mal ja hier rein. Kommt ja die Einrichtung 4028. Ja, ja, also es kommt noch ein bisschen was. Ich muss unbedingt mal schauen, was ich hier am Inventar mal ein bisschen mache. Was ist denn das da hier? Technik Strahlenwaffengeschützturm. Wieso kann ich den hier ausstatten? Geh doch. Wieso war der ausgegraut? Okay. Was warst du? Gewöhnlicher Preisgutschein, Phoenix-Preispaket, ungewöhnliches Inventar. Was war denn das nochmal? Eine ungewöhnliche gestiegen. Okay. Okay. Und dass jetzt noch ein K6-Schiff dabei ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen baff. ja. Was heißt, ja, K6, dann ich guck mal. Das war jetzt ein, gewöhnlicher, ne? Das ist dann... war der hier. Also nicht Schiff, sondern Dings war ja dabei. Da muss ich dann später mal gucken, was ich dann mache. Lithium verkrusteter Horter. Das klingt, ne? Kreuzfeuer-Dribble. Ja, das habe ich jetzt auch gesehen. Ja, ich habe da jetzt... Musste gerade selber erstmal mich koordinieren da hier. Toron Shuttle. Gesten. Flottencredits, Bonusguthaben, nur das brauche ich nicht. Muss ich mal schauen später. Guck noch gerade. Das hier hatte ich doch noch. Konsolenuniversell, delphischer Rissgenerator. Du warst ein Universeller, ne? Ja. Was habe ich denn eigentlich hier noch drin, ne? Das hier war Magnetgenerator. Und dann packe ich einfach dich da hier rein. Komm. So. Im Groben machst du das jetzt erst einmal. Ja. Jetzt renne ich nochmal kurz ein bisschen auf Quarnos ein bisschen rum. Ist da schon wieder was gekommen? Ach ne, Gegenstand auf der Tauschbörse verkauft. Ah, das ging aber schnell. Das waren die Dualkanonen. Die Phaser-Dualkanonen. Genau. So, jetzt wie gesagt, rechne ein bisschen auf Quarnos rum. Das Schöne ist ja auch, ich kann dann auch an die ganzen anderen Charaktere so ranzoomen. Rennen wir erstmal hinten lang. Ich muss ja nicht immer nur meine Charaktere nehmen. Aber ich muss die halt alle ablaufen, damit so Sachen, die Charaktere, die NPCs geladen werden, auch für den Demo-Record-File. Das muss ich halt ablaufen. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel hier stehe, sind da nicht zwangsläufig zum Beispiel hier oben. Ah, das seht ihr auf der Map nicht. Aber das sind nicht zwangsläufig jetzt zum Beispiel in der großen Halle gerade die Charaktere. Da muss ich dann erst hinlaufen. Man sieht auch auf der Map, dass immer nur so in einem bestimmten Radius von einem die ganzen, gerade solche Kämpfe da, die, oh, da werde ich so schöne Bilder machen. Also könnt ihr euch freuen. Also ich bin jetzt schon gespannt auf die Bilder, die ich da machen werde. Hätte ich richtig Bock, da heute auch noch anzufangen. Aber
Schaffe ich zeitlich nicht mehr. Aber da werde ich auf jeden Fall den nächsten Tag ordentlich zu tun haben. So. Was meint die Klingonen wären so voll die industrielle Stadt hier. Vor allem, was macht denn der hier? Was macht der? Ist das irgendeine Waffenschmiede oder sowas? Oder so eine Butlet-Schmiede? Vor allem bin ich immer noch der Meinung, dass diese Uniform da hier, diese da hier, die perfekte Redshirts-Uniform auf der Klingonenseite ist. Die gefällt mir richtig gut. Eine Katze. Was geht denn da hinten? Hier hinten war ich noch gar nicht. Wo geht's denn hier hinten lang? Hinten ist ja groß gar nichts, ne? Aber finde ich eigentlich irgendwie cool, dass das so verwinkelt ist. Hat irgendwie was. Das hat so richtige Stadtflair. Achso, dann kommt man da raus, okay. Gehen wir noch hier rein. Okay, also ich muss einfach nur mal alles ablaufen, damit ich dann zum Schluss alles schön mit dem Demo-Record mal durch kann. Dann habe ich mir so schöne Dinge, also schöne Bilder raussuchen. Hier kamen wir ja zu den, zur Kriegerhalle. Kriegerhalle? Ah, jetzt tut die Map wieder, weil ich die Map wechsle. Aber ich bin ja eigentlich sowieso groß bei erste Stadt so ziemlich alles durchgelaufen. Jetzt können wir mal noch die Kriegerhalle anschauen. Jetzt muss ich natürlich erstmal das Fall beenden. Und ich finde es faszinierend, dass ich natürlich das, den Ordner, wo die Files drin liegen, jetzt natürlich Dateifahrt öffnen. So, es dauert natürlich jetzt einen Moment. Gerade die Ground Maps, die brauchen mal richtig viel Ladung da hier, ne? Wenn ich die Space Maps anschaue da hier, die brauchen kaum Megabyte, aber die Ground Maps, wie zum Beispiel Bajor, so um die 170, 180 Megabyte, während irgendwelche Space Maps mal so bloß so 20, 30 Megabyte groß sind. Da merkt man schon den Unterschied, ne? Das ist schon ein wenig was. Eigentlich wollte ich euch gleich noch mal zeigen, wie das ausschaut eventuell. Mit dem Demo-Record, aber ich glaube, das wird zu spät. Das mache ich anders mal. Komm, lade. Da muss ich natürlich jetzt wieder diese Aufnahme von der ersten Stadt ab, beenden. Damit er dann die neue Map laden kann. Und wie gesagt, gerade Crowd, wir waren da jetzt eine Weile gestanden. Ist natürlich jetzt... Gerade mit den ganzen NPCs, da muss er jetzt die ganzen Bewegungen aller NPCs abspeichern, über die ganze Zeit, wo wir jetzt drauf waren. Und das ist natürlich, das wird wahrscheinlich mein größtes Fall werden. Läuft noch. Gut, ich wollte einfach mal sagen, für YouTube ist das ja eigentlich kein Fall mehr da hier. Deswegen, ich laufe jetzt sowieso nur noch rum da hier. Einfach nur, um ein bisschen was für den Demo-Record aufzunehmen. Für YouTube beende ich jetzt da hier diesen Stream und würde einfach mal sagen, wir sehen uns das nächste Mal in der nächsten Aufnahmesession wieder und ihr könnt auch gespannt sein, vielleicht ist auch bis dieses YouTube-Video rauskommt, vielleicht sind bis dahin auch schon ein paar Bilder davon hier entstanden, dann habt ihr wenigstens mal erfahren, wie dann eigentlich das Material sammeln dafür entstanden ist. Ah, super, seht um. Und wieder so rausconnected da hier, das hat hundertprozentig was mit dem Dingens zu tun. Ich denke mal, ich werde rausgeschmissen, weil das Abspeichern des Files einfach zu lange dauert. Das ist 249 Megabyte, das ist der größte File von allen. Auf jeden Fall, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage einfach mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Aber jetzt noch schnell eine Frage da hier.
Kurze Frage. Kommt es mir nur alleine so vor oder warum bekommt man die Enterprise F schwer? Ich hatte 90 Euro bezahlt für die F&E-Kisten, habe immer noch nicht das Schiff, habe die so eine Art Blockiererliste, dass man das Schiff nicht bekommt. Die Wahrscheinlichkeit, eine zu bekommen, ist sehr niedrig. Es gibt auch Leute, die noch weit mehr als 90 Euro bezahlt haben und trotzdem keins bekommen haben. Und es gibt Leute, die machen zwei, drei Kisten auf und kriegen sehr schnell eine. Das ist ein Glücksspiel. Im Grunde ist es ein Glücksspiel. Selbst wenn man 10.000 Euro investiert, hat man keine Sicherheit, dass man auch welches bekommt, also ein so ein Schiff bekommt. Es ist schwer. Da ist die Frage, ob man nicht die 90 Euro in Zen investiert, dafür so viel wie möglich an EC kriegt und dann versucht, das Schiff über EC von jemand anderem abzukaufen. Siehste, Tiberius hat über 300 Pakete aufgemacht. Umgerechnet wären das 750 Euro und habe es nicht bekommen. Aber das ist bei der Aktion, ist so. Es ist aber nicht nur bei F&E-Aktionen, sondern auch bei normalen Kisten oft so, dass Leute hunderte von Kisten aufmachen, bis die ein Schiff rauskriegen. Das ist, wenn man's richtig sehen will, ist es ein Gewinnspiel. Wenn man es richtig sehen will. Ist aber kein Gewinnspiel, für das man direkt eigentlich Geld ausgibt. Das wird mit den Zen eigentlich umgangen, wenn man es genau sehen will. Auf jeden Fall so viel dazu nochmal. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich sage bis zum nächsten Mal und bis dahin. Tschüss! Knopf.